Hier arbeiten die Controlettis, so nennen sie sich. Auf dem Gelände des Diakonissenhauses im brandenburgischen Teltow sorgen sie im Prüfbüro für leichte Sprache, dafür, dass Texte von Behörden und Co. auch verstanden werden. Immer montags prüfen sie. Heute ist es ein Text der brandenburgischen Landesregierung zur Istanbul-Konvention. Thema: Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt. Sie arbeiten an der zweiten Korrekturrunde. Es geht um Feinschliff. Hey, mir ist doch was aufgefallen gerade. Was? Du hast gelesen, häusliche Gewalt trifft fast immer Frauen. Betrifft. Und da steht betrifft. Aber ich finde trifft eigentlich. Ja. Wie ist es für euch? Betrifft? Ja. Ja. Oder trifft? Ja. Jetzt müssen wir hier uns streiten. Und wir streiten uns ja gar nicht. Trifft. Trifft. Dann machen wir, wer ist alles Karten für trifft? Okay, wer ist alles für trifft? Oh. 1, 2, 3. 4, 5, 6 für trifft, wer ist für betrifft? 1, 2, 3. Ihr seid überstimmt. Wir feiern immer ganz schön. Ja. Wird immer viel gejubelt und applaudiert. Warum ist leichte Sprache wichtig? Dass wir alle alles besser verstehen. Weil ich habe gesehen oder gehört, dass auf Webseiten von Behörden, wo es jetzt neuerdings immer mehr leichte Sprache-Alternativtexte gibt, dass die Klicks auf den leichte Sprache-Seiten 1000-mal höher sind als die Klicks auf den schwere Sprache-Seiten. Und so viele Menschen mit Lernschwierigkeit gibt es gar nicht. Das heißt, für uns alle, die wir auch schwere Sprache verstehen, ist auch die leichte Sprache besser. Das heißt, es ist für alle. Wir arbeiten, wie Sie schon sehen, am Computer, und dass einer dran sitzt mit, und dann liest einer und einer fügt dann Kommentare ein. Das Prüfbüro ist zertifiziert und die Prüfer haben alle eine Ausbildung bekommen. Kommenden Montag geht es weiter und die Arbeit wird Ihnen so schnell nicht ausgehen.